Einen guten Tag. Das letzte Spiel für heute. Es ist 18.50 Uhr am 16.09. Ich muss noch duschen und ein bisschen was essen. Und dann ist Fußball. Heute ist Champions League mit den Bayern und Barca. Wir sind wieder auf Koda. Es ist wieder PVZ. Es ist wieder der Zerg rechts, Chris. Gegen... Ach, das ist ja teamintern. Das ist ja ein Custom-Game. Das ist ja nicht mal Ladder. Was ist das denn für Quatsch? Aber es ist Diamond gegen Master. Ein Custom-Game zwischen zwei Teamkollegen. Und ich muss mal blähen. Das ist ganz gut. Ich habe so eine geile neue Knoblauchwurst. Knoblauch. Knoblauch. Team Phoenix. ESL Open Ladder Game. ESL Open Ladder. Oder Open Ladder der ESL vom Sonntag. Also irgendwie so eine ESL. Also keine offizielle Blizzard-Ladder, sondern ESL-Open-Ladder. Ja, Master gegen Diamond. Natürlich 400 APM. Selbstverständlich. Wer kennt sie nicht, die 400 APM im Early Game? Ah, da kracht's ordentlich. Man schon, wie das halt auch aussieht, ne? 400 zu 75. Was ist denn da los? 394, da muss er mal ein bisschen was drücken. Was ist das denn da? 91. Das hat einer nach hier. Ekelhaft. Aha, ja, so muss das sein. Muss er mal ein bisschen drücken, hallo. Das kann ja wohl nicht alles gewesen sein. Mofu Jones, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, Gateway Expand. Nachdem er gesehen hat, dass der Zerg Hedge First gespielt hat, hat er das Gas auch nicht besetzt, sondern erstmal Geld gespart für den Nexus. Und hätte mich das nämlich schwer gewundert. Aber er ist natürlich schlau und auch hier unten mit der Prop schon gesehen, dass da eine dritte kommt. Der Fuchs. Da müssen wir mal drauf achten. Wenn er ein bisschen Zeit hat, dann drückt er wieder wie bekloppt. Aber wenn er wirklich was macht, dann geht es natürlich runter. Das ist immer die größten Poser, die es gibt. Das ist fast wie anderer Nexus. Aber der ist noch besser darin. Tieksen guckt sogar auch zu. Der Dennis, Junge. Von dir weiß ich sogar den Vornamen. Von Kampfzwerg habe ich den schon wieder vergessen. Das ist mir immer sehr peinlich, wenn er hier... Ja, ich weiß nicht, wie der Kampfzwerg heißt. So, auch nett von Zerg. Er guckt hier rum, ob da irgendwo Pylon steht, nicht? Weil man kann ja gerne mal ein Proxy Stargate, Proxy Twilight oder so. Aber gibt's hier erstmal nicht. Eine Forge vorne, Wapgate Tech und Zerg jetzt hier nett. Rotches! Ja, Henna Glühbirne, das ist immer seine E-Mail-Geschichte, das weiß ich, aber... Heißt er wirklich Henna? Ich dachte, das wäre... Naja, egal. Zedet haut auf jeden Fall schon mal auf die Hedge. Ein paar Linge werden gebaut. Das Micro hier von Mofu Jones ist göttlich. Ach, Henrik heißt er. Ja, da wusste ich doch. Henrik, na klar. Ja, super. Jetzt hat er die Bahn freigemacht für den Mothership Core, denn die Queen ist ja verkloppt worden. Mit seinem nagelneuen Auto, der Herr Kampfzwerg. Mit einem Schickimicki drin, was gibt.
Hier drüben wird schon mal irgendwo eine Spore gebaut. Ah, nee, da vorne. Aber da ist der Pylon fertig. Die Luken klappen auf. Das ist ja ein Timing hier. Ah, da sind noch weitere Zyloten. Der Chor muss erstmal hier Abfahrt machen. Aber warum kommen da nur zwei Zedels? Was ist das denn da? Er hat nur zwei, drei Gates. Da kommt jetzt noch das vierte. Das ist natürlich scheiße. Also vier, fünf Gates müssen da schon stehen. Mit drei wird's... kann klappen, ja. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt klappt. Ah, Worker hauen ab. Hier die Drohne des Todes, hier die Sonne mit seinem Superlaser. Was macht er eigentlich hinten? Hat er da schon mal was gebaut? Nee. Linge und Rotches kommen. Ja, die Hedge wird sterben. Das ist das Gute für Protoss. Aber, ja, jetzt kommt das Follow-up. Auch hier, da sieht man es halt. Mittlerweile ist es auch auf 300 runter mit seinen APM. Dass da halt, wie ich es am Anfang sagte, hier auch Chrono, das ist halt auch kacke, wenn er so ein, kein Chrono benutzt, auf beiden Nexen nicht. Ja, die Hedge ist tot, aber nein, das Follow-up kommt zu spät. Vielleicht. Ja, also für einen richtig guten Masterspieler, da muss ja das Chrono genutzt sein. Aber so unterm Strich muss man schon sagen, es war schon gut, ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, den Mofo Jones. Er hat ja mit relativ wenig Einsatz hier die Hedge gekillt. Das waren ja bloß drei Zealots. Das geht dann schon. Nicht, aber es könnte ein bisschen besser sein. Ja, Zerg nimmt die Base neu. Zerg holt sich hier noch eine. Zerg hat, ja, T2 kommt jetzt hier. Müsste auch bald mal noch ein bisschen mehr Gas nehmen hier und noch wieder Queens nachbauen. Die Seltsamer. Das finde ich immer gut. Das gefällt mir. So. Jetzt gibt es Voltrex. Sieht fast genauso aus wie das Spiel vorhin mit Yogi gegen Tzatziki. Er greift an mit Zealots, wird zurückgeschlagen und dann baut er Voltrex. Das ist typisch. Das klappt manchmal. Mal gucken, ob es hier klappt. Im Übrigen kommt Legacy of the Void schon im November, ja. Ich habe da noch gar nichts zu geschrieben auf meiner Seite, aber ich habe es ja auch nicht nötig. Nee, auf allen anderen Seiten war das schon. Ich dachte, die wusstet eh alle. Ne, auf, bei Honor und so und bei Take und so, überall war das schon zu sehen. Wir gucken uns aber auch gleich nochmal an. Today we retake our home world. Sollte nicht Legacy of the Void eigentlich erst nächstes Jahr oder so kommen? Haben sie das jetzt vorgezogen irgendwie? Kann das sein? Ja, Zerg wollte da oben rein, hat aber gesehen, nö, ist ein bisschen zu eng. Zu viel Action, da würde ich viel verlieren und so, da bleibe ich lieber weg. Aber weitere Rotches, weitere Evos, beziehungsweise überhaupt mal eine Evo-Kammer hier im Bau. Ja. Also das finde ich ganz gut. Hier hinten hat er Overlords stehen, aber auch auf der Map ist sonst nichts. Er hat wenig Creep und hier stehen nirgends Overlords. Ja, das ist so ein bisschen bronzemäßig jetzt, ne, dass die alle da hinten sind. Was ist da denn los? Da muss ich auch mal ein bisschen was ankreiden hier. Nein, Magno, ist nicht, aber ein bisschen besser könnte es sein, wie gesagt. Oh. Ah, die Force Fields des Todes. Ja, wieder eine Hedge gekillt, aber diesmal mit einem deutlich höheren Verlust. Der hat sehr viele Zealots verloren, die Sentries verloren. Und die hat nur eine Hedge gekillt. Wie sieht es denn überhaupt aus hier, Worker-mäßig? Ja, da hat der Zerg ein bisschen wenig. Könnte noch mal ein paar bauen. Aber er baut auch Hedges. Das ist schon, macht er schon gut. Aber auch Protoss ist hier aktiv. Der ist wieder unterwegs. Ich tippe, die APM sind runter auf 275. Oh, bin ich geil, oder was? Hab ich Ahnung von dem Spiel, oder wie sieht's hier aus? Und das ist live, meine Damen und Herren. Prediction King!
So, Rotsch Hydra, was auch sonst gegen Gateway, Voidray oder Phoenix und den ganzen Gelumpe. Macht er gut. Der Chris. Ah, Drohnen fehlen noch. Ah, jetzt kommen ein paar. Da kann ich mir aber richtig rein auf abwichsen gleich hier. Schön die Prediction hier predicted. Ah, da weiß sogar der Chat nichts zu sagen, weil das einfach so geil war. Lächerlich! Lächerlich, denkt sich der Chris. Was sagt denn? Willst du das alles sein hier oder was? Das bisschen Zeug ist das alles, was du gebaut hast, denkt er sich. Ah. Dritter Nexus jetzt hier endlich mal. Wird auch Zeit. Ah, noch mehr Drohnen. Kolostek jetzt hier noch. Natürlich. Mach ich alles, was du willst. Sturm kommt auch noch. Ja, na sicherlich. Hier die Sturmhütte schon mal vorbereitet. Ah ja, hier für einen Void Raider. Rast dich aus und mach den Superstrahl an. Ah, ein bisschen jetzt rumgecreept. Geht doch jetzt bei Chris los. Ah, flap, 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 flap. Rotsch Hydra, Rotsch Speed 1-1 kommt. Zweite Forge auch beim Kollegen Mofu Jones. Das heißt bestimmt Motherfucker, oder? Motherfucker Jones? Go fucking die, Alter! Das muss ich nachher noch aus dem Wort rausschneiden. Richtig gut, das PvP auf Mondsüchtig. Ja, auch das hier nett. So ein kleiner Link Run bei. Mal so ein bisschen so zum Stressen. Aber der nützt hier nichts. Ah, Todesstrahl finde ich sogar ein bisschen übertrieben. Ah, die Force Fields waren ganz nett. Hier noch die Linke getrappt. Den Todesstrahl, natürlich gut für Zerg, dass er den jetzt hier verwastet hat. Weil da war ja die Armee direkt daneben. Da muss er doch nicht gleich. Soll ich da ein T-Shirt von machen? Go fucking die. Am besten noch mit einem Totenkopf oder so. Ja. Er müsste eigentlich die Hydras rausnehmen. Macht er jetzt. Ah, dann kann er das nochmal halten. Auch der Immortal hier mit dicken Schellen hier. 5 Kills. Ah, und der Zerg. Ja, hat seine 60 Worker mittlerweile. Das war es noch zu wenig für 5 Base. Aber er baut erstmal Armee nach, denn er hat ja hier alles verloren gerade. Muss er erstmal nachbauen. Aber hier drüben, hier der. Ach, schade. Schlitzbär, sie kommt zu spät. Aber da drüben kommt noch einer. Mo fucking Jones hat alles im Blick. Kolosse. Volt Race. Oder könnte einer mal, das würde ich mir sogar selber auch kaufen, das T-Shirt. Kann einer von euch was mit Paint, das kann auch Paint sein, oder irgendwas selber mal kurz machen mit dem Spruch Go fucking die und irgendwie einen Totenkopf dazu oder irgendwas Starcraft-mäßiges und mir das an die E-Mail-Adresse schicken. contact@mrpinktv.com. Der oder dessen, der mir was schickt, ich gehe davon aus, dass ich nichts kriege. Aber wenn da was Gutes dabei ist, derjenige, der mir das schickt, kriegt ein T-Shirt auch umsonst. Mit dem Go Fucking Die und dem Totenkopf drauf oder so. Es muss aber kein per Google gesuchter Totenkopf einfach sein, der muss copyright-free sein, sonst kriegen wir Ärger. Ja, am besten, es gibt vielleicht so eine Grafiksammlung, wo halt hier lizenzfrei ist, die man vielleicht nehmen kann. Ansonsten müsst ihr selber einen malen. Ja, und der mir das Richtige, also das Richtige, das, was wir dann am Ende nehmen, oder was ich dann am Ende nehme, der kriegt ein Shirt umsonst. Mit Go Fucking Die, Alter! Ja, für die Richtige, ne? Damit die alle um dich rum alle wissen, was du von ihnen hältst. Können wir Naniwa schicken, oder Christopher Full of Potential Pits. Der würde sich darüber freuen. Oder die. Ja, nochmal ein Zealot. Unterwegs. Ja, Roach Hydra nach wie vor unten und Spire mit dabei. Jetzt gibt's ja alles bei Protoss. Range und Upgrades und Sturmhütte. Er muss ja auch was machen, ne? Ne, Amy? Ja,
traumhaft hier der Templer reingeworfen. Ja, Creep geht langsam auch los. Rod Scheidra on the way. Go fucking die, Alter! So gut. Wie sieht es hier eigentlich aus bei Zerg-Upgrades? 1-1. Ja, 2-2 gleich fertig. Da ist Zerg ein bisschen hinten. Ja, hier läuft ja schon 3-2 und Sturm und Koloss und Range. Also er müsste langsam auch mal ein bisschen... das kann ja noch nach hinten losgehen. Protoss ganz stark, was der auch auf drei Basen rauspumpen kann. Das darf dann zwar nicht kaputt gehen, weil nochmal bauen kann das nicht, aber das ist gefährlich. Das ist gefährlich, Junge! Oh Gott! So, plus 1, Flugzeugattack und dann gibt es gleich Korrupter. Ah, da gibt er sich so viel Mühe, der Zerg, und dann kommt der Proto und macht alles kaputt. Spielverderber. Er hat ein bisschen wenig Sentry, würde ich sagen. Das könnte vielleicht noch ein Problem werden. Also ein bisschen wenig Sentry meine ich gar keine. Und gegen Zerg kann man schon mal eine Sentry haben, so Force Field Guardian Shield mäßig. Wenn er hier auf freiem Feld erwischt wird und der kommt da mit so einem Riesen und der hat keine Force Fields und nix. Ich meine, er hat Sturm und Koloss, aber ob das reicht? Er macht jetzt auch so ein bisschen Gegenangriff. 27 Mutas. Warum nicht? Ich bin Zerg. Baue ich mal 30 Mutalisten. Ah, er macht jetzt Base Trade. Er will jetzt hier die Basen kaputt machen und versucht jetzt noch so viel Mutas rauszukriegen, wie geht. Ich denke mal, mit allem, was er hier vorne verliert, baut er Mutas nach. Weil er hat ja genug Kohle. Geht mal von aus. Denn es sind jetzt nicht so viele Stalker und auch nicht so viele Templer. Und Protoss darf nicht nach Hause laufen. Er muss hier weitermachen eigentlich. Ah, er geht nach Hause. Okay. Ah. Zum Großteil zumindest. Ah, und jetzt hier hinten halt schön. Ja, 30 Mutas, das kracht natürlich. Ja, und wie ich es halt sagte, er replaced alles mit Muten. Ach, da hat er Nexus gefunden. Hier unten ist zwar auch die Hedge jetzt kaputt. Schickt jetzt die Kolosse wieder nach Hause und ein bisschen Stalker. Aber er hat auch keinen Bling. Er hat plus 3. Okay, aber das reicht nicht. Oder reicht das? Nee, guck mal, wie viel Mutas das sind. Aber er haut doch erstmal ab. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Da war ja auch ein, zwei Archons mit dabei. Naja. Aber jetzt wird es interessant. Hier die Zeddels am Einmarschieren. Eine. Nein. Er geht doch nach Hause. Und auch hier die Kolosse nochmal schön. Wie viel Mutas hat er denn jetzt? 45 Stück. Ja, die Zeddels, die Armen. Ja, Bling jetzt erforscht. Natürlich ganz viele Kanonen gebaut. Ah, hier kein Problem. Jetzt kein Archon, kein Sturm, kein gar nichts. Ja, und jetzt rennt er hier. Das finde ich sogar falsch. Dass er hier die Kolosse rausnimmt aus dem Spiel. Beziehungsweise, das hat man gesehen, dass er die Kolosse rausmikrot. Ich hätte sie eigentlich eher drin gelassen. Dann leben die Stalker ja länger, weil dann die Kolosse ja auch ein paar von den Bounce-Geschossen der Mutas abkriegen. Hätten die Stalker länger überlebt. Aber so nicht. Ich meine, es hätte auch so oder so verloren, aber dann hätten die Stalker vielleicht, wenn er jetzt hier noch eine Base gehabt hätte, vielleicht nochmal was reingeworbt, zack, zack, zack.
ist es in dem Fall jetzt ja hinfällig, weil ja hier hinten eh schon alles Schrott ist, aber vielleicht wäre das ja nicht passiert, nicht? Und dann hätte man, aber ihr wisst schon. Ja, Chris gewinnt gegen Mor Fucking Jones. Ein Open Ladder der ESL Casual Custom Game. Diamond gegen Master. Diamond gewinnt. Und das war der Replay Wednesday für heute. 7 Replays. Wir haben jetzt 2,5 Stunden gemacht. Wir gucken uns jetzt noch den Legacy-Trailer an. Und dann sage ich, wenn ihr was habt, schickt eure Replays hier hin an contact@mrpinktv.com. Replays, alle Klassen, alle Rassen, Wings of Liberty Hots oder Legacy Beta. Und dahin bitte auch, falls ihr einer da auf das T-Shirt steht, Go Fucking Die. Ja. Go Fucking Die. Vielleicht auch anders geschrieben, irgendwie Go Fucking Die. Das sieht aber scheiße aus, glaube ich. Irgendwie willst du mit den Buchstaben spielen, vielleicht mit dem Totenkopf oder ein paar Knochen, irgendwas. Wenn einer was schickt, das Beste werde ich nehmen und der kriegt das dann auch umsonst, das Shirt und so. Go Fucking Die, Alter.